HSV Holstein gegen den FC Schalke 04. Das klingt einfach verrückt. Aber um zu verstehen, warum das für mich so verrückt klingt, muss man etwas in der Zeit zurückreisen. Zum Beispiel 20 Jahre in die Saison 2004-2005. Holstein wurde 10. in der Regionalliga. Ich ging die ersten Male ins Holstein-Stadion, um Spieler wie Björn Lindemann oder Sven Boy zu sehen. Während Schalke mit Spielern wie Ailton oder Ebbe Sand Vizemeister wurde. Okay, 20 Jahre ist auch wirklich lange her, springen wir ins Jahr 2014. Deutschland wird Weltmeister und Holstein ein Jahr vorher endlich in die dritte Liga aufgestiegen, schafft kurz vor Saisonende mit Carsten Neitzel als Trainer gerade so den Klassenerhalt. Schalke hingegen spielt auch dank Neuzugang Kevin-Prince Boateng die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte und sichert sich mal wieder die Qualifikation zur Champions League. Okay, immer noch lange her, springen wir ins Jahr 2017. Holstein schafft nach über 30 Jahren endlich das erste Mal wieder den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also für alle Kieler, die wie ich unter 37 sind, das erste Mal im Leben richtiger Profifußball. Während Schalke die schlechte Saison seit 7 Jahren spielt und nur 10. wird, natürlich immer noch in der ersten Bundesliga. Ein Jahr später geht es überraschend für die Aufsteiger aus Kiel direkt in die Relegation zur Bundesliga. Dort ist Wolfsburg eine Nummer zu groß und Schalke spielt die beste Saison der letzten Jahre und wird unter Domenico Tedesco 2. Vizemeister und spielt wieder Champions League. Und dass diese beiden Vereine jetzt in der gleichen Liga spielen und dass meine Kieler sogar rein tabellarisch der klare Favorit sind, das ist einfach irre. 75% meiner Lebenszeit war immer mindestens eine Liga, meistens sogar 2 Ligen zwischen Kiel und Schalke und oft ja eigentlich sogar noch mehr, weil Schalke ja auch in der Bundesliga mal recht weit oben stand und Kiel zum Beispiel in der dritten auch recht weit unten. Es ist irre. Ich will hier gar nicht groß rumheulen von wegen, Kiel ist so der Underdog, ist so schön, dass wir 2 Liga spielen dürfen. Nein, natürlich ist es wunderschön, aber man muss auch sagen, ich will hier das Spiel gewinnen. Wir sind die bessere Mannschaft in dieser Saison. Bei Holstein wird über die letzten Jahre deutlich bessere Arbeit geleistet als auf Schalke. Ich wollte nur zeigen, wie verrückt es für alle langjährigen Kiel-Fans ist. Ja, wirklich ein besonderes Spiel, was uns da erwartet. Aber vorher tut sich noch was. Und zwar, hier sitze ich ja immer so und nehme meine Videos auf. Ne? So habt ihr mich eben auch gesehen. Und hier gucke ich immer raus. Und hier, das hier ist ja der Hintergrund. Dartscheibe und so, die kennt ihr inzwischen. Oh, ich muss nochmal wieder Dart spielen. Und dieses Regal wird ausgetauscht. Es geht gleich erstmal zu Ikea, denn der Hintergrund wird sich ein bisschen verändern. Das ist hier das Wohnzimmer. Es wird ein bisschen anders aussehen. Es wird nicht unbedingt ein Streaming-Setup so mäßig, aber es wird ein bisschen mehr. Man sieht ja im Grunde, wenn ich da sitze, sieht man hiervon eigentlich gar nicht so viel. Deswegen wird es wahrscheinlich hier noch ein bisschen höher gehen. Das kommt wahrscheinlich weg und dann mal sehen, ob ich meine Freundin überreden kann, vielleicht ein paar fußballbezogene Themen da noch reinzupacken. Mal sehen. Jetzt geht es erstmal zu Ikea. An dem Freitagnachmittag mal sehen, wie das wird. So, auf in den Kampf. So, erstens ist es gar nicht so voll. Und zweitens hier schon mal vielleicht fündig geworden. Ja, genau das finde ich am besten. Also es ist ja schon, Ikea hat sich ja schon was gedacht, ne? So mit dem Übersichtsding. Und jetzt können wir hier gucken, okay, wir möchten diese Tiefe, das, die Nummer, zack. Ist schon ein schlaues System, muss man ja sagen. Und es geht auch relativ schnell. So, alles bekommen und das Wichtigste darf natürlich nicht fehlen. Hier schön noch ein paar Rocks. Oh, dieses Wetter ist auch wirklich furchtbar. Wir haben Sonntag unüberdachte Plätze, ja? Also ich gucke wirklich sehr sorgenvoll hier nach oben. Stand jetzt Sonntag 60% Regenwahrscheinlichkeit. Ich habe Hoffnung, dass wir im Trockenen sitzen, aber es kann auch ein richtig nasser Vlog werden. Und wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt laufen muss, die Sachen haben nur reingepasst, wenn man die eine Seite umklappt und da ist das Auto von meiner Freundin ist, fährt die natürlich. Das heißt, ich darf jetzt schnell nach Hause laufen, dann dürfen wir noch alles hochtragen. Und ihr seht schon, es wird langsam dunkel, deswegen, ich glaube, das war's dann auch für heute. So, guten Morgen. Wir sind hier schon fleißig am Tun. Ein bisschen Fußball wird nebenbei geguckt. Und das erste steht schon, jetzt halt noch das zweite und dann noch das dritte. So, Nummer 2 steht inzwischen auch schon hier. Im Wohnzimmer ist doch alles voll. Voll wird es morgen auch mal wieder im Holstein-Stadion. Sehr passend dazu diese Grafik hier von Haltestelle Belvedere. Natürlich mal wieder, wie gesagt, checkt die auf Instagram auf jeden Fall aus. Die Auslastung des Holstein-Stadions in den letzten Jahren. Und ganz interessant, 3-mal war es die Saison schon ausverkauft. Heute gegen Schalke jetzt das 4. Mal. Und ihr seht es, 2017-18, der sehr guten Saison, wo es bis in die Relegation ging, 5-mal ausverkauft. Ich denke, das knacken wir. Also jetzt haben wir schon den 4. Ich glaube, St. Pauli in 2 Wochen ist auch voll. Und dann kommen ja noch ein paar Heimspiele. Also wir sind auf einem sehr guten Kurs, was den Zuschauerschnitt angeht. So, es nimmt langsam Formen an. Ihr seht schon, noch ist recht viel leer, aber es geht voran. Ich habe aber gar nicht so richtig so Holstein-Sachen. Habt ihr eine Idee, was man als Holstein-Utensil-Deko-Artikel, was man hier so cool reinstellen kann? Da oben zum Beispiel vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht, schreibt mal, wenn ihr eine Idee habt von Holstein,
kann ja kein Trikot reinlegen, das sieht doch scheiße aus. Es muss ja irgendwas, was da reinpasst. Schreibt mal gerne rein, falls ihr da eine Idee habt. Ich würde sagen, das Fertige zeige ich euch dann nicht mehr in diesem Vlog, sondern dann, wann nehme ich das nächste Video auf? Nächste Woche, Donnerstag, nächste Spieltagsprognose. Da werdet ihr das dann sehen, dann als Hintergrund, so wie es dann in der Zukunft auch sein wird. Also schaltet auf jeden Fall rein und lasst doch mal ein Abo da. Matchday und der richtige Matchday-Fit, der richtige Drip, wie man sagt, ist auch schon da. Ich bin heiß. Richtig heiß sind bestimmt auch Timo Becker, Steven Skripski, Timon Weiner und auch Louis Holtby. Der letztere ist ja gelb gesperrt, kann leider nicht spielen gegen seinen Ex-Verein. Aber alle anderen haben Schalker Vergangenheit, werden besonders motiviert sein. Weiner nur in der Jugend, aber halt bis zur A-Jugend auch komplett aus der Schalker Jugend. Also ich glaube, die Jungs sind alle richtig heiß. So, perfektes Timing mit uns. Kommt auf die Mannschaft. Und da sind wir. So, die Spieler kommen raus, gucken sich den Rasen an. Und das heute, mein Erik Gast, was tippst du denn mit deiner frischen Frise, die ein echt guter Friseur offiziell geschnitten hat? Ja, 1-0 hier. 1 okay, nehmen wir. Ich habe ja bei meinem Tippvideo, guckt auf jeden Fall rein, 0-0 getippt, weil ich irgendwie weiß nicht, ob das so stimmt. 1-0 nehme ich sofort. Das ist, glaube ich, heute gut drin. Aufstellung bei Deutschland ist draußen, im Grunde keine große Überraschung. Wir spielen wieder von Anfang an. Remberg muss ja fast spielen, weil Holtby ja auch gelb gesperrt ist. Neben Sander fehlt ja der nächste, zweite Kapitän. Becker dann dritter Kapitän heute. Ja, vorne Maschino. Hoffen wir mal, dass heute der Knoten platzt. Und Schalke auch mit der Aufstellung. Müller wieder im Tor. Schallenberg, Seguin, Terodde, Idrizi von Anfang an. Schulinov. Und wo ist der Dings? Ist Karaman? Ach doch, schade. Karaman ist auch da. Oh, ich dachte schon. Hatte schon Hoffnung. Der könnte gefährlich werden. Schalke übrigens in Schwarz heute. Spieler kommen rein, Schalke ist auch schon da. Ultras sind noch nicht da, so wie es aussieht. Keine Banner, aber die werden wohl noch kommen, hoffe ich zumindest. Wir wollen ja gute Stimmung haben hier. Es wird sich nochmal eingestimmt nach den schlechten Spielen. Nochmal Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft. Sehr wichtig. Und eine Choreo wird es auch noch geben gleich. Jawohl. Schalker Block da drüben jetzt gut gefüllt, transparente Neuabstimmung jetzt fordert ihr auch. Also es wird sicherlich irgendeine Art der Protestbewegung geben, Protestaktion und das natürlich auch völlig zu Recht. Und dann, da kommen die Mannschaften. Und Holstein schön. 25 Jahre Ultra sind hier. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ist das krass. Holstein gegen Schalke, let's go. Und da kommt ein bisschen Rauch. Sehr geil, natürlich für die Stimmung, aber auch jetzt für andere Aktionen hier sind mit den Protesten. Wichtiger denn je, die Ultras. Ah, jetzt hat die Zahl rund gefärbt, jetzt denke ich das. Da geht der ganze Rauch. Da geht der ganze Rauch rein. Hey, Junge, sieht das geil aus. Es ist angerichtet, ausverkauft, es bleibt trocken. Gott sei Dank, bisher zumindest ist es trocken. Schalke gegen Holstein. Wichtiges Spiel für beide. Die Konkurrenz hat gut gespielt für Kiel. Und die Konkurrenz von Schalke im Abstiegskampf hat gewonnen. Magdeburg hat gewonnen, Braunschweig hat gewonnen. Also der Druck ist bei beiden Teams absolut da. Und Schalke auch laut. Aber es ist das zweite Mal, dass ich Schalke sehe. Oh, Rot auf deiner Seite. Man muss erstmal hier wieder die Entfernung wieder abschätzen, so gerade in die Tiefe und da immer noch diese echt sehr, sehr, sehr nice Choreo. Sehr schön. Oh mein Junge, Remberg. Die ersten 5 Minuten sehen gut aus. Schutto wieder mit so einer Einwurfflanke. Während die Kieler jetzt das nächste Spiel anstimmen würden. Geklärt, aber es sieht trotzdem gut aus. Schuss aus der Stadt. Und mal versuchen. Deutschland ist der beste Club der Welt. Junge, geil. Schalke natürlich auch laut und so. Da haben wir nicht unterschätzt. Auch schön große Fahnen damit. Schön Skripski, Junge. Oh. Langsam. Langsam muss man das Tor fallen, aber es sieht gut aus. Erste Viertelstunde, Kiel klar besser. Komm jetzt mal. Zieh Richtung Tor. Zieh Richtung Tor. Oh, gerade noch geklärt. Gibt die nächste Ecke.
Junge! Der wäre nicht schlecht gekommen. Oh nee, oh nee. Ja, Rainer ist da! Oh, aufpassen auf Karaman. Ja, Terodde kann nichts. Oh, Mann! Pass! Pass, ein Pass. Schieß! Oh, Kurat mit einem Wahnsinnspass. Aber Kiel schafft es irgendwie nicht, trotz guter Spielkontrolle gefährlich zu werden bisher. Holstein nochmal mit einer Botschaft. Bitte Bierst. Oh, nächster Abschluss. Für die Proteste. Es geht nicht um uns, sondern um die generelle Sache und die Proteste müssen weitergehen. Also ich denke mal, irgendwas wird da noch kommen. Vielleicht. Die Würfel sind noch nicht gefallen. Tom meinte schon, wahrscheinlich schmeißen sie kleine Würfel auf den Platz. Könnte sein. Und jetzt, ja, ich glaube, du hast recht. Da fliegt was. Juckt den Schiri bisher nicht. Nicht auf den Torwart. Terodde liegt nur am Boden, der alte Sack. Ey, Junge. Wahrscheinlich macht er deswegen dein Tor als Strafe, weil ich ihn beleidigt habe. Aber Junge, ganz schwaches Spiel bisher. Der fällt immer ganz schnell um und dann jammert da. Komm mal, Freistoß. Die Sachen fliegen weiter rein, aber das Spiel wird fortgesetzt. Ich will jetzt kein Tor. Hand. Junge, Simon, bester Mann. Endlich haben wir wieder einen richtig starken Torwart hinten drin. So, in der Halbzeit hat kurz Broski getroffen. Zieh ich mal hier ein, das Bild, und jetzt geht's weiter. Der Ball rollt wieder. Erste Halbzeit war okay. Kiel hat mehr gehabt vom Spiel, konnte aber wenig gefährlich werden. Schalke zum Ende hinter ein paar Mal gefährliche Konter und so. Von daher muss man sagen, eigentlich hätte Kiel auch führen können, aber 0-0 ist okay. Ist ja noch alles drin. Hier mal einen Seitenwechsel. Ja, genau. Da kommt er. Und jetzt hier in die Mitte. Ja. Oh, starker Name. Ich hoffe, die hat man gesehen. Schieß doch! Nein! Junge, frei aus 7 Metern. Oh, Joshua Mees, Junge. Fichler und Arp fehlen so doll. Wir haben einfach keinen richtigen eiskalten Stürmer gerade. Oh. Oh, Leute. Aber egal, Ecke, jetzt kommt. Ja, was ist das denn? Variante Ribéry. Ja! Ja! Junge, du Bart, das ist doch lange her, dass du bei Schalke warst. Kannst du jubeln? Ja, Mann! In der Mitte, oh, das sah böse aus, aber wenn beide gegeneinander stoßen, dann ist wohl kein Foul. Düpp, düpp, düpp. Junge, Robin und Ribéry damals in Manchester. Und Schulle und Skripski in Kiel. Ja, Mann. Schade, Tor natürlich, hoffen wir mal, dass da niemand verletzt ist. Ich glaube, es ist Schuto und ein Schalker. Hör doch mal auf, so rumzujammern, Junge! Entweder gehst du vom Feld oder spielst weiter. Ey, also, krass. Geh runter jetzt, du Sau! Selten ein Spieler, der sich so unsympathisch gemacht hat in so kurzer Zeit. Und direkt rein, Legion! Schuto direkt rein! Nein! Marcel Rapp haut die Bank kaputt. Aber so weitermachen mit der Energie, dann geht's ganz schnell. Und Keke Top kommt rein, Junge. Jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse. Oh, schade. Das hätte der Doppelschlag sein müssen. Junge, starker Ball, Colin. Geh in 16er. Und jetzt lass ich fallen. Gutes Ding. Oh, schade, gute Flanke. Wir müssen jetzt aber nachlegen. Schalke ist viel zu gut, um das über die Zeit zu bringen. So. Becker dreht durch. Aufsetzer. Oh, ja, der Rasen ist nass hier. In die Zuschauerzahl des heutigen Spiels. Ah, Junge, Vorrat.
Deutschland-Fans, die heutige Partie. Junge, Alter, Schuto läuft einfach Kaminski davon. Guter Ball. Rambo. Er kommt noch links. Oh. Er hätte auch Rote mitnehmen können. Wieder wild am Dirigieren da. Stark. Nicht den Ball verlieren. Nee. Was? Ach, Schiri. Bist du blind? Also Stimmung heute richtig gut. Der Support ist da. Und auch sehr laut. Sehr, sehr laut heute. Komm. Schön. Und der muss das Ding wieder lang schlagen. Und jetzt wieder Ballbesitz. Jawohl. Genau so. Foul. Nee, so muss ich aber. Foul. Guter Ball. Komm, Steven. Spielt das schlau aus. Oh, da war mehr drin. Ecke, okay. Oh. 10 Minuten noch. Jetzt kommt ja auch noch leichter Regen. Und Schalke bemüht sich. Und zur Eckfahne, Jungs. Obwohl, nee, lieber noch ein Tor schießen. Ja, das war einfach. Nein! Nein! Oh Junge, das kann doch nicht sein. Und lass mir der schnell, aber Rambo ist so gut hinten, Alter. Hey! Halt auf! Und der springt den voll ins Bein, Alter. War sicherlich keine Absicht, aber das tat übelst weh. Der tritt dem direkt in den Unterschenkel. Ja, da kann man auch mal ein bisschen sich anmeckern. Das ist auf jeden Fall wert. Also, war natürlich ohne Absicht, aber da kannst du auch rot für gehen, wenn du dir die Zeit über anguckst. Wenn er meinen Winkel hätte. Schön, Jungs. Und Ballbesitz. Und Eckfahne. Eckfahne kommt. Sauber. Hey! Junge! Das war ja mehr Frust als alles andere. Aber eine sehr gute Position. Sehr gute Position, da muss er einfach mal direkt drauf schießen. Eieiei. Der hat einfach keinen Bock mehr. Joshua Mees geht raus, gut gespielt. Und Niklas Niehoff, ich glaube, zweitiger Debüt. Der macht hier das 2-0. Der macht das. Sehr geil. Schön, dass der auch mal spielen darf. Schick. Oh. Schuto ist noch am Acker nach 90, 92 Minuten. Er trifft zwar so momentan nicht, aber der kämpft wirklich bis zum Umfallen. Gut. Und Niehoff geht in der Mitte. Niehoff, Junge. Oh, dem würde ich das so gönnen. Ein ganz großes Holzer Talent. Sehr schön. Aber geile Aktion noch von Rosenbohm. Nimmt halt nochmal eine Minute von der Uhr und der Ecke. Mir auch egal, dass jetzt anfängt zu regnen. Das ist kein Abseits. Komm nie auf, Junge, mach ihn alleine. Unbekümmert. Oh, schade. Junge, den will ich öfter sehen noch in der Rückrunde. Remberg, Junge. Ja, Rambo, Junge. Ja. Oh, Weiner ist da, es gibt noch mal Ecke. Komm, einmal noch mal richtig alles in den Zweikampf stecken. Nachspielzeit ist schon abgelaufen. Lebenstor. Wird hierher kommen zur Trainerbank. Immer zu Rambo. Junge, was eine kämpferische Leistung heute. Ja! Es geht doch! Richtig starke Kämpfe heute, Leute. Komm. Und da wird mitgetan. Und schon
so wichtig. Und auch so eine gute Leistung. Endlich, Junge, endlich! Scheint so, als hätten hier die Glücksocken, als hätten sie Glück auch gebracht. Er verdient der Sieg, sehr geil gekämpft. Es fehlt so ein bisschen die Konsequenz vorne, muss man sagen. Aber wenn Arp und Pichler zwei der besten Offensivspieler ausfallen, ist das auch okay. Dann ist es zu verkraften. Ganz wichtiger Sieg. Schalke-Support, wollte ich nochmal sagen, war stark. Die hat man gut gehört, obwohl wir ein Stück weg saßen. Kiel-Support, richtig, richtig gut. Ich glaube, mit der Beste, den ich diese Saison zumindest erlebt habe. Hat Spaß gemacht. Lasst ein Abo da. Lasst ein Like da, geht bei Broski in den Vlog und kommentiert, dass ihr von mir kommt und dass er weiß, dass er ein Bild mit mir gemacht hat. Das wäre lustig, wenn da irgendwie mal eine Connection zustande kommen sollte, weil sein Management ja auch in Kiel ist und so, die kenne ich auch so ein bisschen zumindest. Ja, würde mich auf jeden Fall mein Abo freuen und tschüss. Hammer. Wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.